Lieben, wunderschönen guten Morgen. Was ist besser? Herzlich willkommen hier bei uns in der Ekklesia Göttingen. Ich heiße Marc, ich bin Pastor dieser Gemeinde. Ich freue mich, euch zu sehen. Wie herrlich das erste Advent ist. Und ich habe schon gesehen, ihr seid alle stehen geblieben. Ja? Ihr wolltet alle noch weiter singen und Lobpreis machen und so. Ich verspreche euch, die Zeit wird kommen. Heute haben wir den Ablauf ein bisschen verändert, weil wir ein Fest haben. Weil wir feiern dürfen, dass sich heute 5 Menschen taufen lassen. Das ist großartig und wir lieben das zu taufen. Ja, lass mal einen Applaus geben. Sehr gut. Yes. Richtig, richtig stark. Da geht mir immer das Herz auf, ja. Und wenn ich die Täuflinge so ansehe, strahlen und freuen sich, ist natürlich auch ein bisschen nervös, ja. Wir haben aber Gnade mit euch, ja. Wir werden euch auch unterstützen mit Applaus und so weiter. Richtig, richtig stark. Ja, heute ist bereits der erste Advent, ja. Vielleicht hast du zu Hause auch schon so einen tollen Adventskranz dir hingestellt irgendwo und die erste Kerze angezündet. Und die Adventszeit ist ja eine Zeit, in der wir uns innerlich vorbereiten, neu an die Ankunft Jesu zu denken. Das bedeutet ja auch Advent, Ankunft. Und in diesem Sinne soll sie besinnlich sein, eine besinnliche Zeit. So sagen wir es ja oft, ne? Doch was wir oft erleben, ist das Gegenteil, oder? Dass Weihnachten oft, ja, zumindest erlebe ich so, oft sehr stressig ist. Dann gibt es noch dies zu erledigen und das zu erledigen und so vieles bündelt sich und Familientreffen und Geschenke und all diese Dinge. Lasst uns, wenn wir in den Gottesdiensten sind, wirklich mal zur Ruhe kommen. Sagen, Herr, wenigstens hier, wie auch immer mir das in der Woche gelingt, will ich daran denken, worauf wir zusteuern, was wir eigentlich feiern, wenn wir Weihnachten feiern. Wir steuern direkt auf Weihnachten zu und wir wollen uns erinnern lassen und es feiern, dass Jesus Christus, unser Herr und Retter, in unsere Welt gekommen ist. Ist das nicht großartig? Das ist großartig, das Beste, was uns je passieren konnte. Und wisst ihr, passend zum Advent starten wir heute in eine Adventspredigtserie in Kooperation mit einigen Ekklesia-Gemeinden hier in unserer Region. Und ich will einfach mal fragen, seid ihr bereit, heute am ersten Advent auf das Wort Gottes zu hören? Bist du bereit? Einige sind es, sehr, sehr gut. Ich möchte mal einsteigen und fragen, wer von euch kennt folgenden Satz? America first. Schon mal gehört? America, oh ja, da alle gehört, natürlich, alle gucken die Nachrichten, jeder weiß Bescheid. Super, gut informiert. America first, zu Deutsch Amerika zuerst. Das ist eine politische Einstellung, die den US-amerikanischen Nationalismus betont. Diese politische Einstellung wurde vom letzten Präsidenten Donald J. Trump etwas wiederbelebt. Das war ihm sehr wichtig. Sie war ein Leitprinzip für seine Politik, besonders die Außenpolitik. America first steht wie so ein Begriff da und steht für die Souveränität und Unabhängigkeit der USA als oberste Priorität. Nationale Interessen stehen stets an erster Stelle und damit auch über internationalen und globalen Interessen. Zuerst wir, dann der Rest. Eine solche Einstellung macht internationale Zusammenarbeit etwas herausfordernder. Etwas flapsig dahergesagt steckt hinter dieser Einstellung der Gedanke, wenn jeder an sich denkt, dann ist an jeden gedacht. Vielleicht kennst du auch diesen kleinen Reim. Nun, ich glaube, das lässt sich recht leicht sagen als eine starke Volkswirtschaft. Vermutlich haben das andere Nationen etwas schwerer, so eine politische Einstellung zu haben. Du wirst gleich merken, es geht mir gar nicht darum, irgendeine politische Einstellung zu kritisieren, sondern das ist eine Einleitung zu dem Thema, über das wir heute sprechen wollen. In einer krisenreichen Zeit wie dieser ist es insbesondere Aufgabe der Politik, diese möglichst zu lösen. Zumindest aber gemeinsam Antworten darauf zu finden und auch Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Also ich würde schon sagen, wir leben gerade jetzt in einer krisenreichen Zeit. Ich weiß nicht, wie du das bewertest. Wenn wir zurückschauen auf Corona, auf den Ukraine-Konflikt, auf all die Unruhen, die irgendwie auf der Welt herrschen, auf die Umweltkatastrophen etc. Und eine der großen und wichtigen Aufgaben der Politik ist es, den Frieden zu erhalten. Hier wird dann von sogenannter Friedenspolitik gesprochen. Sie hat zum Ziel, dass Menschen in einem sicheren und friedlichen Umfeld zusammenleben können. Laut dem Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung ist Ziel der deutschen Friedenspolitik, ich zitiere, Krisen zu verhindern und stabile Rahmenbedingungen für die friedliche Lösung von Konflikten zu schaffen. Friede. Menschen, die sich besonders für Frieden einsetzen, genießen unsere Hochachtung und werden geehrt, oder?
Als ein Beispiel möchte ich hier mal den Friedensnobelpreis nennen. Der Friedensnobelpreis soll auf außergewöhnliches Engagement hinweisen. In diesem Jahr, ich weiß nicht, ob ihr es wusstet oder nicht, ging der Friedensnobelpreis an den Rechtsanwalt Ales Bialyatsky aus Belarus, Weißrussland, an die Menschenrechtsorganisation Memorial aus Russland und das Zentrum für bürgerliche Freiheiten in der Ukraine. Die haben das bekommen. Sie wurden geehrt, ausgezeichnet damit, weil ihr Engagement für Frieden in der Zivilgesellschaft außergewöhnlich war. Friede. Ein großer und für uns sehr, sehr wichtiger Begriff, oder? Und Friede ist auch das Thema unserer Predigtserie, die wir jetzt haben, über den Advent und dann auch Heiligabend. Und wir haben einen Titel gewählt, der eine Botschaft transportieren soll. Und deswegen auch diese lange Einleitung. Ich möchte ihn euch mal zeigen. Wir können gern die erste Folie haben. Friede first. Durchgestrichen. Friede Fürst. Darin steckt eine Botschaft. Dieser Titel soll zum Ausdruck bringen, dass wir als Christen glauben, dass wahrer und anhaltender Friede zunächst nicht in irgendeiner politischen Einstellung zu erreichen ist, zu finden ist. Auch nicht durch noch so hervorragende Friedenspolitik oder ziviles Engagement, sondern Friede ist zuallererst in einer Person, in einem Friedensfürsten zu finden. Und dieser Friedensfürst hat einen Namen, Jesus Christus. Und an die Ankunft dieses Friedensfürstes denken wir eben jetzt, in dieser Zeit, im Advent. Nicht Friede first, niemand kann es einfach so schaffen. Aber es gibt einen Fürsten des Friedens und über ihn wollen wir sprechen, über ihn wollen wir nachdenken in diesen Wochen. Wisst ihr, ihr seht es hier in klein, aber der Schlüsselvers für diesen Gedanken und diese Predigtserie finden wir im Alten Testament im Buch Jesaja. Jesaja Kapitel 9, Vers 5, da heißt es, denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns geschenkt, er wird die Herrschaft übernehmen. Man nennt ihn wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedensfürst. Diese Verse sind eine unglaublich spannende prophetische Aussage über Jesus. Viele, viele Jahre vor seiner tatsächlichen Ankunft auf dieser Erde wird das über Jesus gesagt. So wird er beschrieben. Und hier in Vers 5 wird zunächst das erste Kommen Jesu beschrieben. Daran denken wir ja. Der erste Satz, denn uns ist ein Kind geboren, spricht von Jesu Menschsein. Wir werden Heiligabend und so weiter die Weihnachtsgeschichte noch einmal gemeinsam lesen, uns daran erinnern, dass genau das geschehen ist. In Bethlehem wurde Gott selbst Mensch in Jesus. Uns ist ein Kind geboren, spricht von seinem Menschsein. Und weißt du was? Jesus war zu 100% Mensch. Mensch wie du und ich. Mit denselben Empfindungen, mit denselben Herausforderungen, mit demselben Schmerzempfinden, mit allem. Er war vollkommen Mensch, wie du und wie ich es sind. Und der zweite Satz, ein Sohn ist uns geschenkt, verweist auf sein Gottsein. Er war und ist der Sohn Gottes und Gott selbst. Jesus war gleichzeitig zu 100% Gott. Jesus war nicht halb-halb, halb Mensch, halb Gott. Nein, er war vollkommen Mensch und vollkommen Gott. Und das findet auch Ausdruck in der Bezeichnung, die wir in der Bibel manchmal finden, Menschensohn. Er wurde Mensch und ist gleichzeitig Sohn Gottes. Gott selbst, von ihm gesandt, von ihm beauftragt. Er ist Teil des Dreieinen Gottes. Und der nächste Teil dieses Verses weist auf sein zweites Kommen hin. Woran wir an Weihnachten denken, ist an sein erstes Kommen. Er kam in diese Welt und er wurde zu unserem Retter, indem er am Kreuz für uns starb. Doch die Bibel sagt auch, er wird wiederkommen. Und der nächste Teil verweist genau darauf, denn es heißt hier, er wird die Herrschaft übernehmen. Luther übersetzt hier, die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Vielleicht ist dir diese Übersetzung geläufiger. Bedeutet, er wird als König der Könige und als Herr der Herren regieren. Und dann beschreibt der Rest des Verses seine persönliche Herrlichkeit in, wie ich finde, wunderbaren Begriffen, die unglaublich stark sind. Man nennt ihn wunderbarer Ratgeber. Hey, ich brauche manchmal Ratgeber. Du auch? Jesus wird hier als Ratgeber beschrieben. Starker Gott. Manchmal fehlt es mir sowas von an Stärke und an Kraft und ich brauche Kraft. Bei wem kann ich sie finden? Bei Jesus. Ewiger Vater. Jesus wird hier beschrieben als jemand, der von der Ewigkeit herkommt und in Ewigkeit sein wird.
Und was gibt es mir an Halt und Perspektive, dass ich weiß, ich glaube an einen Gott, der keinen Anfang und kein Ende hat und deswegen auch mir ein Leben über dieses Leben hinaus anbieten kann, nämlich in Ewigkeit. Und dann Friedensfürst. Die Bezeichnung Friedensfürst ist ein Hoheitstitel des Alten Testaments. Jesus ist der Fürst. Wir könnten auch sagen, er ist der Prinz des Friedens. Auf Hebräisch heißt es hier Sar Shalom. Er ist Sar Shalom. Er ist der Prinz, der Fürst des Friedens. Er ist der eine, der am Ende dieser bedrängten Welt den ultimativen göttlichen Frieden bringen wird. Zu dem Begriff Shalom habe ich ein kurzes, lustiges, fand ich, Wortspiel gelesen. Wenn Shalom Friede bedeutet, dann bedeutet El Shalom doch einfach El Friede. Ein paar haben es verstanden, okay. Ja, nein, natürlich nicht. Es ist nicht der weibliche Vorname gemeint, ja, sondern El Shalom bedeutet Gott des Friedens, nicht El Friede. Als solcher wird uns Gott in der Bibel vorgestellt, als ein Gott des Friedens. Und Jesus ist der Prinz, der Fürst des Friedens. Nun, Friede, Shalom, welche Qualität hat dieser Friede? Wie definiert die Bibel Frieden? Was meint er und ist in ihm enthalten? Ich möchte, dass wir uns diese beiden Begriffe mal etwas näher gemeinsam anschauen. Ich sagte das gerade, Shalom ist der hebräische Begriff für Frieden. Im Neuen Testament, das im Griechischen geschrieben wurde, finden wir den Begriff Eirene. Das bedeutet Frieden. Und diese Begriffe, wenn wir sie uns angucken in ihren Kontexten, möchte ich mal ein paar Begriffe rausnehmen, was uns die Bibel über diesen Begriff sagt. Meint von der Bibel her ein Unversehrtsein. Shalom, Eirene, bedeutet Unversehrtsein, heil sein. Es kann auch ein Freundschaftsverhältnis beschreiben. Es meint Wohlergehen, es meint Sicherheit, es meint Eintracht und es meint Wohlbefinden. Und wir sehen schon, es ist nicht einfach nur ein Wort, mit dem wir Shalom, Eirene übersetzen könnten, sondern es ist eine Vielfalt an Begriffen. Friede ist also ein umfassender Begriff und nicht immer ganz leicht zu packen. Doch dieser Begriff ist so, so wichtig für uns. Und ich will sagen, er ist aufs Engste mit der Person Jesus Christus verbunden. Und diese kurze Definition zeigt bereits, Friede ist nicht nur die Abwesenheit von Krieg oder Streit oder so, sondern es ist mehr. Es ist vielschichtiger. Der Zustand des Friedens ist auch fragil, das sehen wir in unserer Welt, oder? Deswegen ist es eine Aufgabe und eine Notwendigkeit, dass Friede bewahrt wird, dass Friede aufrechterhalten wird, dass Friede geschaffen wird. Wir erkennen im vorausgegangenen Text Jesaja, den ich gelesen habe, dass am Ende der Zeit Jesus seinen ultimativen und ganzheitlichen Frieden aufrichten wird. Wir wissen, dass es zu 100% so kommen wird, wenn Jesus wiederkommen wird. Doch keiner weiß und keiner kann es sagen oder berechnen, wann genau das sein wird. Wenn dir irgendein Mensch sagt, ich weiß, wann Jesus wiederkommen wird, dann kannst du ihm direkt sagen, das kannst du mir gar nicht sagen. Oder du kannst es auch noch klarer sagen, ja? Du lügst. Weil die Bibel sagt, niemand weiß es, nicht mal der Sohn, allein der Vater. Wir wissen es nicht. Und wisst ihr, mit der Unwissenheit können wir Menschen nicht so gut umgehen. Wir würden es gerne wissen. Wir würden es gerne berechnen. Wir würden gerne sagen, am 24.12.22, Heiligabend, perfekter Termin, kommt Jesus wieder ein zweites Mal. Aber wir können es nicht. Und Ungewissheit führt manchmal zu Unsicherheit. Ungewissheit, was in der Zukunft sein wird, löst manchmal sogar Ängste aus und kann Sorgen auslösen. Und weil wir nicht wissen, wann das sein wird, wann Jesus seinen ultimativen Frieden aufrichten wird, ist die Frage berechtigt, gibt es auch einen Frieden, den mir Jesus heute schenken kann? Ein Friede, der jetzt schon in mein Leben greift. Ein Friede, den er mir jetzt schon anbieten kann, als Prinz, als Fürst des Friedens. Dass es irgendwann kommen wird, das ist schön und das ist gut. Und möge es bald sein. Und darüber freuen wir uns. Aber was ist mit meinem Heute? Gibt es auch einen Frieden, den Jesus mir ganz persönlich und heute geben kann und will? Denn wenn wir ehrlich sind, ihr Lieben, dann kennen wir doch alle den Zustand des Unfriedens aus eigenem Erleben, oder? Von keinem von uns, wenn wir ehrlich sind, ist das Leben nur happy-clappy, oder?
Jeden Tag wache ich auf, wow, mit so einem Grinsen im Gesicht, Halleluja, preist den Herrn und voller Energie durch den ganzen Tag. Und alles ist nur super und es geht nur von Herrlichkeit und Herrlichkeit. Nein, wir kennen alle auch andere Zeiten. Man hat Streit, man wird gemobbt, man wird nicht ernst genommen. Die Gedanken drehen sich die ganze Zeit um das eine Thema und man hat keine Ruhe. Man ist unruhig, innerlich aufgewühlt. Und man kann nachts nicht einschlafen, weil es vielleicht zwischenmenschlich Unfrieden gibt oder man Sorgen und Ängste hat, weil in dieser Welt so ein Chaos herrscht und die Zukunft zudem noch ungewiss ist. Man ist unsicher, was die Zukunft bringt. Es gibt Fragen, auf die man keine Antworten hat und so weiter. Unfrieden. Wir alle kennen diesen Zustand des Unfriedens. Aber woher bekomme ich den Frieden, den ich unbedingt brauche, um all diesen Umständen und den Fragen des Lebens zu begegnen? Wisst ihr, die erste Erwähnung des Begriffs Frieden im Alten Testament lohnt es sich in diesem Zusammenhang mal anzuschauen. Das erste Mal, wo Frieden erwähnt wird, das finden wir in 1. Mose 15, 15. Und weißt du was? Hier in Form einer persönlichen Verheißung, ein persönliches Versprechen. Da ist nicht der Friede einfach ein großer Begriff unter vielen. Nein, hier, lass uns das mal lesen. Hier spricht der lebendige Gott, El Shalom, zu einem Menschen, zu Abraham, hieß ja noch nicht Abraham. Und er sagt ihm Folgendes, er sagt, du aber, du wirst in Frieden zu deinen Vätern eingehen, wirst in gutem Alter begraben werden. Gott spricht ja einen Menschen persönlich an und er verspricht ihm, Frieden in sein Leben zu geben. Einen Frieden, der andauern wird, bis er in einem guten Alter und lebenssatt aus diesem Leben scheidet. Ich liebe das zu lesen in der Bibel bei Abraham, bei anderen, wo es heißt, am Ende ihres Lebens waren sie lebenssatt. Sie waren zufrieden, sie waren glücklich, die Verhältnisse waren geregelt, sie haben was erlebt mit ihrem Gott und sie waren einfach satt und haben sich gefreut, dass sie ihn sehen durften, bald in seiner Herrlichkeit. Lebenssatt, weil Frieden da war. Und als ich das so las, ließ mich das aufhorchen. Und ich dachte mir, ich will mal untersuchen, was der Fürst des Friedens, Jesus, uns so sagt über dieses Thema. Und was ich bereits jetzt schon sagen kann, ist, ich bin fündig geworden. Und ich habe eine gute Nachricht für dich heute. Darf ich euch die Ergebnisse meiner Suche im Wort Gottes mal wenig kommentiert weitergeben? Wisst ihr, hört bitte gut zu. Und wenn du magst, notier dir bitte diese Bibelstellen. Wenn du gerade merkst, in meinem Leben ist Unfrieden, ich brauche Frieden. Denn das Wort Gottes sind nicht nur schwarze Buchstaben auf weißem Papier, es ist Leben und es ist Kraft darin, okay? Deswegen muss ich grundsätzlich auch gar nicht viel dazu sagen. Es wirkt aus sich selbst heraus. Und so glaube ich, wenn ich uns diese Bibelstellen mal lese und wir Acht darauf geben, dann kann Gott Frieden in unser Leben hineinsprechen, weil wir uns neu vor Augen führen. Erstmal aus dem Alten Testament, ebenfalls Jesaja. Jesaja 53, Vers 5. Doch er war durchbohrt um unserer Vergehen willen. Vergehen meint unseren Treuebruch Jesus Gott gegenüber. Zerschlagen um unserer Sünde willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden. Und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Johannes 16. Jesus spricht hier, der Fürst des Friedens. Er spricht und sagt, ich habe euch das alles gesagt, damit ihr in mir Frieden habt. Hier auf der Erde werdet ihr viel Schweres erleben. Aber habt Mut, denn ich habe die Welt überwunden. Apostelgeschichte 10. Ihr kennt ja die Botschaft, die Gott dem Volk Israel gesandt hat. Die Freudenbotschaft vom Frieden durch Jesus, den Messias, den Herrn für alle Menschen. Und Kolosser 1. Denn Gott wollte in seiner ganzen Fülle in Christus wohnen. Advent, Ankunft. Gott wohnte in der ganzen Fülle in Christus und er kam auf diese Erde. Durch ihn hat er alles mit sich selbst versöhnt. Durch sein Blut am Kreuz schloss er Frieden mit allem, was im Himmel und auf der Erde ist. Amen. Frieden. Jesus ist der Frieden. Er bietet ihn an. Er spricht darüber. In ihm allein ist dieser Frieden zu finden. Diese Bibelstellen, und es gäbe noch mehr, machen eine Sache unmissverständlich deutlich. Wenn wir über Frieden reden, dann beginnt alles damit, dass wir Frieden mit Gott haben müssen. Frieden mit Gott.
Wir werden in dieser Predigtserie über Frieden in den unterschiedlichen Bereichen unseres Lebens sprechen. Doch Frieden mit Gott zu haben, steht an oberster Stelle und hat die höchste Priorität. Nur deshalb ist wahrer und anhaltender Frieden möglich. Ich will dir sagen, du brauchst Frieden mit Gott. Hast du Frieden mit Gott? Jetzt könntest du fragen, Pastor Marc, warum eigentlich? Warum eigentlich Frieden mit Gott? Ja? Brauche ich das überhaupt? Schließlich habe ich doch gar kein Problem mit Gott. Ich habe das Gefühl, ich habe ihn nicht beleidigt, wir haben keinen Streit, ja? Es gibt gerade nichts zu klären, wie auch immer. Nein, im Gegenteil, ich finde Gott ja sogar ganz nett und Jesus auch. Eigentlich total gut, was der so gelehrt hat, was er weitergesagt hat an Inhalten und so weiter und so fort. Ich habe doch gar kein Problem, ist doch gar kein Unfriede da. Was gibt es da zu klären? Wozu brauche ich seinen Frieden? Warum muss ich Frieden mit Gott machen? Was soll überhaupt befriedet werden? Römer 5, Vers 1 gibt uns darauf eine Antwort. Da heißt es, nachdem wir nun aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt wurden, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Hier wird eine Veränderung beschrieben, durch die man zum Frieden mit Gott kommt. Das heißt aber im Umkehrschluss, dass es ohne Gerechtwerdung diesen Frieden nicht gibt. Wozu aber brauche ich Gerechtsprechung? Warum muss ich oder soll ich an Jesus glauben und gerecht werden vor ihm? Wozu das Ganze? Und wisst ihr, in der Verantwortung vor Gott und im Gewissen gebunden an die Heilige Schrift, muss ich dir heute Morgen etwas ganz, ganz Wichtiges über dich selbst sagen, auch wenn du es vielleicht selbst nicht hören möchtest. Hör gut zu. Du und ich, wir brauchen Gerechtsprechung, weil wir Sünder sind. Darf man darüber noch sprechen, über Sünde? Wir brauchen Gerechtsprechung, weil wir Sünder sind. Das ist unsere Natur in dieser gefallenen, sündigen Welt. Deswegen brauchen wir Jesus, sein Blut, brauchen wir Rechtfertigung. Wir brauchen es, dass er uns gerecht spricht, denn wir allein können es nicht tun. Und eine Sache will ich dir über die Sünde noch sagen. Wir sind nicht deswegen Sünder, weil wir sündigen. Wir sündigen, weil wir Sünder sind. Lies das bitte nochmal durch für dich, denn das ist ganz, ganz wichtig, dass wir das verstehen. Sündhafte Taten sind Folge der gestörten Beziehung zu Gott. Sie offenbaren die Beziehungsstörung, den Unfrieden mit Gott. Sünde wird oft als eine Tat verstanden. Wenn ich lüge, dann ist das Sünde, eine Tat, boom, okay, deswegen bin ich Sünder. Nein, es ist andersrum. Es beginnt bei uns. Doch wir dürfen nicht übersehen, dass, weißt du was, Sünde zunächst ein Beziehungsbegriff ist. Sünde meint nicht primär die Tat, das gehört natürlich dazu, darin offenbart sie sich und zeigt sie sich. Aber in erster Linie ist Sünde ein Beziehungsbegriff. Da, wo wir untreu werden, Treuebruch Gott gegenüber, abweichen von seinen Maßstäben, von seinen Plänen und seinen Ideen für unser Leben selbst in die Hand nehmen und sagen, ich mache, wie ich will, ist Sünde. Wenn das ist eine Kursverfehlung, das ist ein Abweichen, Treuebruch. Und wenn einem Menschen das bewusst wird, dann findet er endlich Worte für das Gefühl der Ohnmacht und auch das Gefühl der Orientierungslosigkeit, welches er in dieser sündigen und friedlosen Welt empfindet. Ich glaube, ganz viele Menschen empfinden das. Sie spüren im Kern die Last der Sünde auf ihrem Leben, aber was ihnen fehlt, sind Worte dafür. Sie würden es nicht Sünde nennen. Sie würden andere Begriffe wählen oder versuchen, es irgendwie anders auszudrücken. Doch im Kern ist das das Problem. Du brauchst Frieden mit Gott. Frieden findest du, wenn Jesus der Herr deines Lebens wird. Und das wird er durch Glauben an ihn und Umkehr von deinen sündigen Wegen. Du wirst keinen echten Frieden in deinem Leben erleben, wenn du nicht zuerst Frieden mit Gott hast. Wir können viel über Frieden reden, aber damit fängt es an, dass wir unsere Beziehung zu Gott auf den Prüfstand stellen und sagen, Gott, habe ich Frieden mit dir? Bist du mein Herr? Glaube ich an dich, Jesus? Folge ich dir nach? Das kommt ganz, ganz zu Anfang. Vollkommen egal, was sonst in deinem Leben gut läuft, wenn du die Last der Sünde mit dir herumschleppst, wird dir dies immer wieder den Frieden rauben. Vielleicht sitzt du hier heute Morgen und sagst, Pastor Marc, ey, du wüsstest, mein Leben ist toll. Meine Güte, ich habe so eine tolle Karriere. Alles läuft, ja, tolle Familie, die Kinder sind lieb und so. Ja, alles klasse.
ja, wir sind wirtschaftlich versorgt und so weiter und so fort. Ich habe gerade so einen Frieden. Was kommst du hier mit Unfrieden, ja? Und dann auch noch Gott und so weiter und so fort. Ich sage dir, wenn du die Last der Sünde mit dir rumschleppst, ist das eine Zeit, eine Frage der Zeit, bis Unfriede kommen wird. Denn wenn du Frieden mit Gott hast, lernst du erst den wahren Umgang in solchen Zeiten des Unfriedens und weißt, an wen du dich wenden kannst, zu wem du kommen kannst und so weiter. Das Entscheidende ist, nicht wir müssen und können uns den Frieden mit Gott erarbeiten oder etwas dafür tun. Versuch's nicht, bitte nicht. Das ist vergebliche Mühe, kann ich dir jetzt schon sagen. Du kannst es nicht aus eigener Kraft. Jesus hat es getan. Es liegt nicht an unserem Handeln und ist darum ja auch nicht unser Verdienst, sondern Jesus hat es getan. So sind wir nun Botschafter an Christi Stadt, sagt der Apostel Paulus im 2. Korintherbrief. Denn Gott ermahnt durch uns, so bitten wir nun an Christi Stadt, lasst euch mit Gott versöhnen. Lasst dich mit Gott versöhnen, finde Frieden mit ihm. Wie kann es geschehen? Durch Jesus macht Gott uns ein Friedensangebot. Die Frage ist, ob wir dieses Friedensangebot annehmen. Und da kommt wieder der Shalom ins Spiel. Shalom bedeutet nicht einfach, es ist gerade kein Streit oder es ist gerade kein Krieg, sondern Shalom bedeutet, vollumfänglich versöhnt zu sein mit Gott. Vollumfänglich dann auch versöhnt zu sein mit sich selbst und mit der Welt um einen herum. Das ist göttlicher Shalom. Gerade wenn der Unfriede an der Tür klopft, dürfen wir immer wieder unsere Herzen öffnen für das Wirken Gottes und uns mit seinem Frieden beschenken lassen. Egal, wo wir drin stecken, egal, was gerade läuft, wir haben Frieden mit Gott und dürfen uns an ihn wenden. Wir können in jeder Situation zu Gott beten, ihn um Weisheit, Kraft, um Führung und eben auch um seinen Frieden bitten. Wir dürfen immer beten, lass meine Seele Friede finden in dir. Gott, lass meine Seele Frieden finden in dir. Egal, ob gerade total Chaos ist, ich gar nicht weiß, wohin, an wen soll ich mich wenden, wohin soll ich gehen, welche Antworten soll ich geben, was soll ich tun, mit wem soll ich sprechen, was soll ich beten, Herr, ich weiß es nicht. Aber dieses Gebet kannst du immer sagen, Herr, lass mich Friede finden in dir. Lass meine Seele Friede finden in dir. Ich will die Frage stellen, glaubst du an Jesus? Bist du heute Morgen aufgrund des Wortes Gottes vielleicht zu der Einsicht gekommen, ja, ich brauche das. Ich brauche das vielleicht zum ersten Mal oder ich brauche das wiederholt, weil ich von Gott weggerannt bin. Ich brauche Frieden mit Gott. Da hat sich Unfrieden eingemischt in meine Beziehung zu ihm. Er bietet ihn dir gerade jetzt an. Der Sar Shalom, der Prinz des Friedens, er bietet dir heute Morgen seinen Frieden an. Es ist ein Friede, den die Welt nicht geben kann. Es ist ein Friede, der dein Denken übersteigt. Es ist ein Friede, der den Menschen nicht verstehen werden, wenn du ihn erlebst. Aber so einen Frieden will er geben. Willst du ihn durch Glauben an Jesus und Umkehr annehmen, damit du gerechtfertigt wirst, eben aufgrund der Sünde? Dann möchte ich uns heute Morgen dieses Angebot machen. Wie wäre es, wenn wir Jesus das gerade jetzt sagen? Es ist das eine, eine Predigt zu hören. Aber ich und ich behaupte auch alle anderen Prediger, wir predigen, weil das Wort Gottes uns etwas zu sagen hat und uns immer wieder aufruft, auch etwas zu tun, entsprechend des Wortes. Und so lade ich uns ein, komm, vor Gott stehen wir mal gemeinsam auf. Erheb dich mal vor ihm. Egal, ob du gerade Frieden oder Unfrieden in deinem Herzen spürst. Und ich glaube auch, dass der Heilige Geist heute Morgen manchen von uns den Unfrieden aufzeigt, der da ist, den wir nicht wahrhaben wollen. Oder den wir betäuben mit irgendwelchen Dingen, mit Ablenkung, mit irgendwelchen Themen, die uns beschäftigen, mehr als das Wort Gottes, mit, weiß ich nicht, Serien gucken, irgendwelchen Drogen oder Alkohol, was weiß ich, ja. Der Heilige Geist zeigt dir heute den wahren Zustand deines Herzens.
Und wenn du heute Morgen hier bist und diese Predigt gehört hast über den Frieden, den Gott geben möchte, über den Frieden, den der Fürst des Friedens uns geben möchte, dann möchte ich uns jetzt einen Moment geben, in dem du darauf reagieren kannst und Gott ganz persönlich ein Gebet von deinem Herzen sagst. Lade ihn ein in dein Leben. Bitte ihn, dir Frieden zu schenken, da wo Unfrieden ist, dass sein göttlicher Friede hineinkommt. Lass uns einen Moment Zeit nehmen. Und wenn es dir hilft, schließ doch mal deine Augen und sag Jesus, dem Fürst des Friedens, was du jetzt gerade brauchst. Herr Jesus, du bist der Fürst des Friedens und du bist es auch heute noch und du bist es auch, weil du hier bist, in diesem Raum, in diesem Gottesdienst und du versprichst uns in deinem Wort, uns deinen Frieden zu geben. Und so bete ich, Herr, für jeden Einzelnen, der sich jetzt gerade an dich gewandt hat und seinem Herzen gebetet hat zu dir, Herr, dass dein Friede kommt, dass Unfriede weichen muss, weil du kommst und weil dein Friede das Leben eines jeden Einzelnen erfüllt. Und genauso wie wir Frieden empfangen, Herr, wollen wir Menschen sein, die Frieden hinaustragen in diese Welt, die es weitergeben können, weil wir es von dir bekommen haben. Und Herr, da wo du Unfrieden aufgedeckt hast heute Morgen, schenke, dass es ersetzt wird durch deinen Frieden. Wir wollen dir neu vertrauen. Wir wollen neu beten und erwarten, dass du uns erfüllst mit deiner Kraft, wenn wir keine Kraft haben. Dass du uns Rat gibst, wenn wir ratlos sind, weil wir dich in unserem Leben haben und weil wir mit dir gehen. Danke, Herr, dass du deinen Frieden ausgießt, so wie du es versprochen hast. In deinem Namen bete ich, Jesus. Amen.